So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe von JFT Live Trading TV. War ja ein ganz schön volatiler Handelstag noch, nachdem die FED-Sitzung um 20 Uhr getagt hat und Ergebnisse veröffentlicht hat. Aber schauen wir zunächst einmal den Tagesablauf an. Zunächst das DAX-Setup, was ich heute vorgestellt habe, lief nicht in den Zielbereich rein, konnte sich aber dann von dem Tief bis zum Hoch um über 150 Punkte ausdehnen. Wie gesagt, leider hat er hier am Daily Widerstand Unterstützung gedreht und ist nicht hier untergefallen. Dafür umso besser lief dann. Hier habe ich da habe ich nur nochmal die Wiederholung gebracht und dann eben eine Stunde später dieses Dow-Setup präsentiert um 16.20 Uhr direkt, als er das Tief erreicht hat und die Zone hat er getroffen und anschließend konnte der Dow Jones, beziehungsweise hier ist ja der Future, aber ist ja 1 zu 1, wird es ja danach gehandelt, über 250 Punkte vom Tief bis zum Hoch zulegen. Eine Stunde später, da stand er etwa bei 16.071, also gut 150, 160 Punkte tiefer, habe ich hier noch geschrieben. Geht in die dritte Runde, das Setup läuft ja schon seit langem mit und Komplettverkäufe und Teilverkäufe sind sicherlich vor der FED-Sitzung nicht verkehrt und ja, was dann nach 20 Uhr hier passiert ist, sieht man hier, kompletter Abverkauf. Also hat hier eben auch der Dow Jones zwar schnell, aber hier dreiwellige Aufwärtsbewegung, neues Hoch gemacht, konnte zwar nicht ganz so hoch steigen, aber wie gesagt, mit der FED-Sitzung war mir das mir persönlich sowieso zu unsicher. Trotzdem das Setup, muss ich sagen, ist das Tief sozusagen erwischt. Sogar hier das Kleine wäre möglich gewesen, wenn man den Stopp nachgezogen hat. Das Tief hier leider knapp nicht eingestoppt. Trotzdem die komplette Aufwärtsbewegung so dargestellt. Die Zwischenbewegung, dann wieder das Tief. Besser kann man in meinen Augen oder konnte niemand in der Welt diesen Index besser analysieren, vorstellen, jedenfalls nicht live vor zigtausend Zuhörern. Okay, Spaß beiseite, aber egal. Spaß um 23 Uhr darf auch mal sein. Naja, aber es hat hier jede Bewegung, war hier wirklich im Vorfeld möglich, die so zu analysieren, so sozusagen den Zuschauern bereitzustellen. Der Abverkauf, wie gesagt, da war einfach das Hoch, da war die Aufwärtsbewegung auch fertig, ja, und war dann eben möglich, dass dann hier das Kursziel leider nicht ganz geklappt hat, lag dann schon an einer News von der FED-Sitzung. Hier hätte sich das auch nur als die erste Bewegung und komplett nochmal hier draufsetzen können, aber im Endeffekt war hier eine Bewegung, konnte man fertig zählen. Zu den anderen Setups, der DAX, hier sieht es natürlich im Wochenchart noch sehr gut aus. Nachbörslich stehen wir aber locker 100 Punkte tiefer, etwa bei 9.750. Deshalb ist es ja auch nur eine Momentaufnahme. Welche Kerze mir im Moment halt im S&P 500 überhaupt nicht gefällt, aber das ist auch die Wochenkerze, ist hier ein klassischer Hammer und jetzt eine Art bärisch Engulfing. Ist zwar kein, ja, ist nicht ganz ein bärisch Engulfing, aber kann man so auch sehen. Also würde die wieder jetzt neutralisiert, sollte der S&P 500 Index auf Wochensicht entweder auf diesem Niveau jetzt schließen oder auch noch tiefer. Alles, was jetzt hier wieder über 1900 Punkten geht, ist natürlich dann wieder bullish. Deswegen muss man die Wochenkerze auch noch abwarten, um da eine richtige Aussagekraft
zu tätigen. Hier hat leider, konnte man 100 Pips mitnehmen. Hier war es für mich eigentlich logisch, aber dann war hier zu dem Zeitpunkt nochmal im Video erwähnt, noch ein neues Hoch, definitiv möglich. Hier ist eine versagende Welle womöglich passiert. Also hier ist es nicht ganz so gelaufen. Zu E.ON. Tageshoch geschlossen, was will man da mehr? Die Deutsche Bank konnte noch immer noch nicht das Szenario aktivieren. Der Dow Jones hat man ja, das ist wie gesagt, zack, nach unten. Und zu guter Letzt noch Silber. Passt auch. Also die Woche verlief gut, sehr gut von der Analyse technisch. Ich hoffe, einige konnten Gewinne mitnehmen auch und davon profitieren. Und ich melde mich dann morgen wieder. Danke und noch einen schönen Abend.